Musiker, ihr müsst ja ein bisschen wach werden hier. Ich meine, bei euch dauert es immer ein bisschen länger, also ihr verzögert das Applaus, unsere Einländer geht das schneller. Ja, Edmaier, Sie wollten was sagen? Ich wollte gar nichts sagen. Ich wollte ein bisschen weitermachen, sozusagen. Aber also, du wolltest jetzt weitermachen? Ich wollte ein bisschen voranmachen. Die Jungs und Mädels bauen jetzt nämlich die Bühne ab und da brauchen wir gleich Platz drauf für die nächste Künstlerin. Ich kann schon mal so viel verraten. Sie ist sehr lustig und sehr witzig. Wirklich. Ja. Seitdem sie 14 ist, steht sie in der Bühne. Also macht Büttenreden. Ja. Und weil das Gesprochen zu leise war, hat sie angefangen zu singen und singt jetzt die Büttenreden. Also macht euch was gefasst, das wird lustig. Die redet und so schnell mit dieser Schlüter. Und packt mal ein bisschen Halb auf die Stimme. Okay, Leute. Und jetzt macht mal mit. Sag ich mal die Hände. Ja, oh, es geht ja. Mitten in der Südsee stehen, in den Abendhimmel sehen, auf unser roter Firmament. Spür wie meine Sehnsucht brennt, oh, von Siegern spielen für uns allein. Die Melodie war in so glücklich sein. Stuttgart! Ich seh den Sternen. Schlagseite und bin dann zum Infostand gegangen, zu genau den gleichen, den ihr jetzt da draußen seht, und bin da echt mit so einer Fahne hin. Könnt ihr mir Material geben, wo ihr noch alles benachteiligt werdet? Aber ich habe dann tatsächlich Material bekommen, also sie haben irgendwie verstanden, was ich von ihnen wollte. Ich war wahrscheinlich nicht die Erste, die da so mit Schlagseite hingegangen ist. Und aus diesem Material ist der Homo-Tango entstanden. Weil vom Tango sagt man auch, es ist die vertikale Ausführung eines horizontalen Verlangens. Und ich fand, das passt ganz gut, weil ich habe mir die Frage gestellt, was soll Schlimmes passieren, wenn die Homo-Ehe gewährt wird? Wird Homo-Ehe gewährt, verliert die Ehe an Wert. Die ist heilig, klar, ich kapier's, so wie bei Britney Spears. Die hielt zwei Tage lang, oh, ich sing den Homo-Tango. Und das zweite große Argument ist immer, aus Homo-Ehen gehen ja keine Kinder hervor. Aber mal ehrlich, Homo-Ehen verhindern die Entstehung von Kindern. Dann verbietet die Ehe unfruchtbaren und alternden Paaren, wenn kein Kind entsprang, oh, ich sing den Homo-Tango. Dann gibt's zur Ehe einen Test, der stellt die Fruchtbarkeit fest. Dann vergeht uns das Lachen, dann müssen wir alle Abstriche machen. Vermehren können sich zwei Frauen, wenn wir zwei Männer mit Traum. Der Kinderwunsch funktioniert bei der Ehe zu viert. Das wäre mal ein Anfang, um ich sing den Homo-Tango. Und mal ehrlich, was gibt es überhaupt für einen Grund, dieses Blutspendeverbot aufzuarbeiten für homosexuelle Männer? Das ist doch völliger Quatsch und vorsinnflutlich. Was ist bitte einzuwenden, auch mal schwules Blut zu spenden? Die Hälfte lebt monogam. Ihr Bild ist genauso rot und verzeiht das Wortspiel. Genauso warm. Blutspendern gehört Tango, ich sing den Homo-Tango. Und dann noch diese ganze Misere mit dem Bildungsplan Baden-Württemberg. Und ich finde das echt erschreckend. Denn was soll bitte passieren, wenn wir unsere Kinder informieren? Glaubt ihr, die denken cool, bin ich auch nicht schwul? Sind Menschen um dich herum klein? Sind die Schule um dich herum? Dann holt dich das auch nicht um. Sind Menschen um dich herum klein? Schränk dich doch auch nicht und lauf ein. Da wird mir Angst und Bang, wir brauchen Homo-Tango. Das ist so dank dieser Welt. Geht schon einfach fest, was uns zusammen.
Thank you.
nicht.